Ja, hallo YouTube, hier ist wieder Florian für euch zurück mit dem Let's Play von The Legend of Heroes Trails of Cold Steel. Wir sitzen in der Zugfahrt Richtung nördliche Highlands, nachdem wir uns in Heimdall getrennt haben von der anderen Gruppe von Gruppe B. Sind wir eigentlich immer Gruppe A? Waren wir schon mal Gruppe B? Ich glaube, wir sind Gruppe A. Tja, wir sitzen noch im Zug. Ich schätze mal, diese erste Folge jetzt hier wird sich mit den Gesprächen hier im Zug und vielleicht noch unserem, ja nicht Ankunft oben in den Highlands an dem Gate, sondern wahrscheinlich noch beim Umstieg in Ruhr war es, glaube ich, gewesen. Denke ich mal, mit den Begegnungen, mit welchem General auch immer wir da haben werden, das wird sich, denke ich mal, hier in dieser Folge noch abspielen. Blade auch wieder spielen, das kann ja was werden gegen die vier hier. Aber reden wir erstmal der Reihe nach. Das ist ja eine Gruppe, die eigentlich relativ gut miteinander kann, im Gegensatz zu Laura und Vieh in der anderen. Wobei, irgendein Konflikt, wir hatten es jetzt ja zweimal, das praktisch mehr oder weniger zu Beginn, zu Beginn der Reise ein Konflikt herrschte. Wobei zweimal tatsächlich auch die Konflikte immer in der anderen Gruppe herrschten. Oder ne, beim allerersten Mal in der anderen Gruppe, beim zweiten Mal der stärkere Konflikt bei uns in der Gruppe, jetzt wieder in der anderen Gruppe. Insofern eigentlich ganz ausgeglichen, wie das alles zusammengestellt und zusammengesetzt wird. Aber gut, reden wir jetzt erstmal mit den Leuten hier. Nicht mehr lange. Ich schätze mal, das wird dein erstes Mal wieder in deiner Heimat sein, ja, seit du nach Tors gekommen, an die Tors gekommen bist, nicht wahr? Fühlt es sich seltsam an, dass du wieder in Ruhe bist, nachdem du von zu Hause weggelaufen bist? Ein bisschen, ja. Ah, zumindest steigen wir dort nicht um. Deswegen, ich musste den Bahnhof nicht wirklich verlassen. Ja, ich war auch nicht mehr in Ruhe, seit ich dort die Linie gewechselt habe, um nach Trista zu kommen. Ach ja, ich hätte es fast vergessen. Und da du aus Ymir stammst, musst du ja auch über Ruhr hierher gekommen sein, also hierher zu, nach Trista. Ich habe Ymir einmal besucht, als ich ein Kind war, aber seitdem war ich nicht wieder dort. Ich kann mich noch erinnern, dass es ein sehr schöner Ort war, also eine sehr schöne Landschaft. Oh, ich wusste gar nicht, dass du mal dort warst. Aber ja, es ist sehr schön dort. Ein Ort, der jemanden, ja, der eigentlich zu jemandem wie mir nicht wirklich gut passt. Bist du immer noch am Rumsentimentalisieren wegen dem Zeug, was der Typ letztens beim praktischen Examen gesagt hat, also Patrick? Kümmere dich nicht um das Haus der Higharms und ja, ganz zu schweigen von ihrem dritten Sohn. Ich glaube nicht, dass er alle diese schrecklichen Dinge wirklich meinte, die er gesagt hat. Ja, er schien einfach nur von Wut und Zorn überwältigt zu sein. Ich wette, er wird später bereut haben. Da wäre ich mir nicht so sicher. Und ganz gleich, was er denkt. Wir, unsererseits, wir aus der Klasse denken alle, dass du ein cooler Typ bist. Ein Klassenkamerad und ein Freund. Also sei nicht zu hart mit dir. Ich... Danke, Leute. Es bedeutet mir viel, das zu hören. Manchmal ist bei dir echt Topfen und Malz verloren, Lean. Jedenfalls sollten wir in der Ruhrstation so schnell wie möglich die Gleise und die Züge wechseln. Wir müssen diesen Frachtzug finden, den wir für den Rest nach Norden hinnehmen, sobald wir dort ankommen. Okay, das ist dasselbe. Man vergisst es ja leicht, aber dadurch, dass wir in die North Highlands reisen, verlassen wir tatsächlich unser Heimatland. Fühlt sich seltsam an, die Grenzen zu überwinden. Fast ein bisschen emotional. Ja, wir haben noch eine lange Reise vor uns. Ich frage mich, was uns wohl erwarten wird und welche Aufgaben sie uns stellen, wenn wir dort ankommen. Ich kann es mir kaum vorstellen. Jeder Monat scheint irgendwas Neues oder irgendwas Besonderes uns entgegenzuwerfen. Ich mache mir schon ein wenig Sorgen, wie es auf Vies Seiten läuft. Ja, da läuft definitiv irgendwas zwischen ihr und Laura. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir irgendwas dagegen tun können. Ich bin mir sicher, Elliot und Makias werden schon ein Auge auf die beiden haben. Wir müssen uns um unsere eigenen Kämpfe kümmern. Und ich will ja, dass wir auch in einem Stück allesamt von diesem Trupp zurückkommen. Da hast du natürlich recht.
Was sorgt dafür, dass Vieh und Laura plötzlich so kühl miteinander umgehen? Ich hoffe nur, dass sie während ihrer Feldforschung irgendetwas entdecken, was ihnen hilft, ihre Beziehung wieder ein bisschen zu flicken. Die Pferde in den nördlichen Highlands sind dafür bekannt, dass sie zu den feinsten Pferden des Kontinents gehören. Mit ihrem soliden Körperbau, ihrer hohen Ausdauer und ihrer unrüttelbaren Loyalität zu ihren Meistern sind sie wahrlich die idealsten Steeds, die man haben könnte. Pferde. Die Highlands sind bei weitem nicht der einzige Ort, der Pferde aufzieht. Aber die Pferde, die dort aufgezogen werden, sind auf einem ganz eigenen Level. Klingt so, als könnte man nirgendwo sonst im gesamten Empire bessere Pferde finden als dort. Jetzt verstehe ich auf jeden Fall, warum Arthur so ein erstaunliches Pferd ist. Arthur? Ist das unser Pferd oder ist das der Name von einem aus dem Club jetzt gerade? Wer? Ah, Arthur ist das Pferd, was wir bei uns zu Hause haben. Mein Dad ist oft mit ihm ausgeritten, zusammen mit unserem alten Hund, Bardo. Als ich noch ein Kind war, da hat er mich öfters mal mit auf den Rücken gesetzt von dem Pferd und ich durfte mitreiten. Verstehe. Das hier sollte sich als exzellente Gelegenheit anbieten, um mehr über die feinsten Pferde des Empires zu erfahren. Ja, da wir uns sozusagen direkt zu der Quelle begeben, wo sie aufgezogen werden. Oh, er scheint sich ja fast richtig drauf zu freuen. Seit der Orbital Revolution verlässt sich die imperiale Armee immer mehr auf Maschinen. Aber trotz alledem sind die Pferde aus dem Norden immer noch sehr wertvoll oder erzielen hohe Preise überall im Empire. Die Highlands befinden sich vielleicht nicht in den Grenzen von Erebonia. Aber unsere eng verzweigte Geschichte reicht Jahrhunderte zurück. Das ist ja mein Anblick. So eine Szenerie und Landschaft habe ich nicht gesehen, seit ich nach Trista gekommen bin. Ich hoffe, allen in meiner Siedlung geht's gut. Er scheint glücklich darüber zu sein, nach Hause zu reisen. Ich habe mich da schon immer gefragt, aber wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du an die Tors bist? Nun ja, vor etwa einem Jahr habe ich einen General der imperialen Armee im Norden getroffen. Zufällig den, der uns weitervermittelt, oder wie? Eins führte zum anderen und er gab mir eine Empfehlung, der Akademie beizutreten. Er war ziemlich erpicht darauf oder hat mit ziemlichem Nachdruck gesagt, dass meine Fähigkeiten mit dem Speer sich während meiner Zeit an der Tors bezahlt machen würden. Ich schätze, er hat recht gehabt. Ich kann durchaus verstehen, warum ein imperialer General Interesse an deiner Speerkunst findet oder bekommen hat. Die Lanzen und das Lanzen- und Speertraining unserer Kavallerie, von diesen Trainingen, die Ursprünge liegen nicht nur in den Geschichten der Eisenrittern, sondern auch in den Traditionen der Highlands. Verstehe. Ich habe erst vor kurzem gelernt, wie weit die Geschichte und die Verbindung zwischen dem Norden und Erebonia wirklich zurückreicht. Ja, das stimmt. Ich bin den Guidance der Führung der Winde wirklich dankbar, dass sie mich geleitet haben oder dass sie mir diese Empfehlung zugesteckt haben. Denn hätte ich diese Empfehlung nicht bekommen, wäre ich euch allen nicht begegnet und mein Leben wäre vielleicht etwas langweiliger gewesen. Tja, alle sehr buddy-buddy, alle sehr freundlich miteinander, aber das endet jetzt, denn es ist Zeit für 4 Duelle. Game Kaishi, ne? Okay.
Hat auch überlegt, ob ich draw. Ja, wir haben erstmal die kleinen Dinger los. Ich glaube, es ist sogar besser, wenn ich Nanu? Ah, okay. Ich hätte drücken müssen. Ja, da wird sie jetzt rübergehen können. Schauen wir mal. Da bolten wir mal. Schwierig. Ich bolte nochmal. Das habe ich zwar alle verbraucht, aber... Tja, die hat sich auch noch die besten zum Schluss aufgespart. Verfluchte Scheiße. Aber gut, unsere... Nein, 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 nein. Vielleicht ist Drawn doch nicht so gut auf den... auf einen Zug aus dem Deck. Was sind das denn? Ist das denn für ein... Okay. Wie soll das bitte schön... Okay. Warte mal, die 1 hatte doch auch irgendeine Sonderfunktion. Ich hab's leider vergessen. Hier dwarf ich erstmal. Weiß ich nicht. Ich meine, ich habe auch 3 Bolts. Das ist nice. Was passiert denn, wenn ich die 1 rücke? Gut, wir kriegen einfach Link XP dazu. Ich müsste mal 1 gewinnen, weil ich glaube, ich habe beim letzten Mal schon drauf vergessen zu achten, ob man mehr Link XP bekommt, wenn man gewinnt. So, sind wir mal dieses Mal ein bisschen aggressiver. Soll mir recht sein. Da macht er jetzt einen Draw. Wir haben noch gute Hand. Was passiert? Na, eigentlich, wenn wir Mirror am Ende haben. Habe ich in der Regel vergessen, dass man am Ende kein Mirror oder Bolt haben kann. Ich hätte früher wechseln müssen. Ich Depp. Verfluchte Scheiße! Ich hätte vielleicht doch nochmal die Regeln durchlesen sollen. Gut. Jetzt weiß ich alle Gründe dafür, warum ich die vergangenen 3 verloren habe. Mein Training Arc ist vorbei, damit ich dieses letzte Duell gewinne. So, wir gehen wieder etwas aggressiver ran. Ja, ja, dann mach mal. 3 würde ausgleichen, machen wir mal 4. Da gehe ich mal auf den Unentschieden. Gucken wir mal, was er macht. Wieder eine 5. Das gefällt mir nicht so wirklich. Ich mirror mal. Wenn ich das bolte. Ne, komm, ich mach mal die 3. Dann bolte ich den. Gut,
Gut, dann mirror ich das. Und dann komme ich mit einer 7, aber sowas von drüber. Egal, was er mir entgegenwirft. Jetzt muss ich nur hoffen, dass er nicht eine 7 hat. Fick doch die Scheißhölle! am liebsten würde ich das, würde ich die vier Duelle aus der Folge rausschneiden. Wie gut ich mich angestellt habe, wir machen einfach direkt weiter. Schwarzdrache-Barrier. Na, wenn das nicht mal deutsch klingt. Na, wie weit springt die Zeit? Oder war Mittag, sollte man in Ruhe ankommen, oder? Das Ministerium für Zugfahrt wünscht allen Passagieren, allen Passagieren für ihre Mitfahrt. Dieser Special Express Liner, der nach... Achso, das hier ist der Special Express Line... Deutsch. Das hier ist die Special... Die Super Express Linie, die nach Ruhr fährt. Unser nächster Halt ist Ruhr. Das ist die Endstation. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie kein Gepäck vergessen haben, wenn Sie den Zug verlassen. Da wären wir dann wohl. Sharon wird doch sowas von die Mama informiert haben, dass Alisa zurückkommt. Oder irgendwem anders von der Familie oder von der Firma oder so. Das ist das erste Mal, dass ich in der Industriemetropole des Empires ankomme. Ist tatsächlich auch mein erstes Mal. Ich bin nur vorbei durchgefahren, als ich zur Akademie bin. Aber selbst dann konnte ich sehen, warum die Leute die Stadt mit Industrie verbinden. Es fühlte sich an, als wäre die gesamte Stadt eine einzige Masse Eisen. Ja, diesen Vibe strahlt es auf jeden Fall aus. Was sind diese Cone? Ich kenne es von Eis, dass das Cone ist, also von diesen Eiskrügen, Bechern oder so. Mist, ich dachte, ich hätte im Hintergrund schon ein Wörterdings aufgemacht. Ja, ich akzeptiere alle Cookies. Kegel, Zapfen, Hütchen, sowas in die Richtung, genau. Was sind diese hütchenartigen Türme, die da in der Ferne zu sehen sind? Ah, das sind Orbelgeneratoren für die Industrial Plants. Plants wahrscheinlich im Sinne von Kraftwerken. Hier nehme ich mal ganz stark an. Für die Industriekraftwerke gehe ich mal ganz stark von aus. Plants, Industriewerke, okay, hier in dem Fall Werke. Es gibt viele große Fabriken in der Stadt. Deswegen, ja, kreieren diese Generatoren die gesamte Orbelenergie, die gebraucht wird, um sie anzutreiben. Wow, wirklich. Wenn ich sie nicht mit eigenen Augen sehen würde, dann hätte ich mir niemals vorgestellt, dass es so eine Stadt wirklich gibt. Und so kommen wir an in Ruhr. Dem Vorreiter der Umweltverschmutzung. In der Welt von The Legend of Heroes. Na, mal sehen, wer uns so alles empfängt. Okay, den Weg bis nach Ruhr haben wir hinter uns. Von hier aus müssen wir mit einer Frachtlinie weiter Richtung Nord-Highlands, nicht wahr? Richtig. Es wird eine Frachtlinie von Plattform 4 fahren, mit die wir nehmen müssen. Plattform 4 ist, glaube ich, die Treppe hoch und dann links. Na dann, verschwenden wir keine Zeit. Wir können uns hier sogar frei bewegen, erstaunlicherweise. Das hätte ich nicht erwartet. Komme ich einfach hier auf der Seite rüber zu Gleis 4? Müsste doch auch gehen. Ah, bitte verzeiht, aber momentan reinigen wir diesen Bereich. Bitte verzeihen Sie die Umstände.
Wir reinigen ihn, damit sie auf jeden Fall auf der anderen Seite Richtung Ausgang die Treppen nehmen und auf Gleis 4 gehen müssen, damit sie ja ganz pur und zufälligerweise jemanden begegnen, der sie dort erwartet und der sie kennt und wo sie ganz glücklich über diese Begegnung sein werden. Endlich sind wir da. Diese 4 Stunden Reise von Heimdall ist nie gut für meinen Rücken. Wir sind hier, um einen Freund oder eine Freundin zu besuchen. Papa macht das jedes Mal, wenn wir aus dem Zug steigen. Ich schätze mal, langsam kommt er wirklich in die Jahre. Ja. Die namenlosen reisenden Touristen und so weiter haben wir meistens sowieso nur eine Dialogzeile. Annabelle! Du wurdest in Barrier Hart vermisst von deinem Butler, der dich dort irgendwo vermutet hat, nachdem wir dir deine Brieftasche wiedergegeben haben in Keldic. Jetzt bist du also gerade in Ruhe unterwegs. Hast du denn überhaupt noch genug Knete, um rumzureisen? Ich kann es kaum glauben, dass ich den ganzen Weg bis nach Ruhe gegangen bin. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass er ein solcher... Such a duct pursuer, dass er so ein Dockt, das hat bestimmt nichts mit Hunden zu tun, oder? Hartnäckig, verbissen, vielleicht haben sie schon, Pursuer, Verfolger, wahrscheinlich meint sie ihren Butler ist, dass er ein so hartnäckiger Verfolger ist. Also vermutlich war er ihr fast auf der Spur gewesen oder so. Ein Mann. Wie ich sehe, ist der Zug nach Heimdall endlich angekommen. Ich habe den Zug verpasst, den ich ursprünglich besteigen wollte. Also, den ich ursprünglich nehmen wollte. Aber ich habe immer noch die Hoffnung, dass ich mein Business-Meeting nicht verpasse oder dass ich noch rechtzeitig komme. Ja, ich glaube, das ist jedem von uns schon mal mehr oder weniger oder irgendwie passiert. Okay, der hat denselben Skin wie der Butler, glaube ich, von Annabelle, aber... Ein paar Standard-Skins gibt es ja hier für die Otto-Normal-Leute. Um welche Zeit war die Konferenz nochmal? Sie beginnt um 3 Uhr. Möchten Sie zuerst im Hotel einchecken? Das überlassen wir schon mal euch. Eine Frau und ein junger Mann. Okay, ich bin da mal los. Alles klar, vergiss nicht mir zu schreiben. Und kümmere dich gut um deine Hygiene. Und ess ein ausgeglichenes Essen. Ich weiß. Ich kann schon auf mich selber aufpassen, Sis. Bruder und Schwester, nicht Boyfriend und Girlfriend. Und du versprichst mir, beim nächsten Urlaub oder beim nächsten Frei, was du bekommst, auf jeden Fall nach Hause zu kommen. Ja, versprochen. Okay. Die Karte können wir uns nochmal im Detail angucken. Eine Mutter mit ihrem Sohn. Er ist ja immer so aufgeregt. Aber ich wünschte, er hätte irgendwo einen Drehknopf, mit dem ich seine Lautstärke kontrollieren könnte. Wow, schau dir mal die Züge an! Oh, das ist ja das Geilste hier! Wow! Oh, ich habe seit gestern irgendwie einen Frosch im Hals. Deswegen habe ich mir auch Wasser hier neben die Aufnahme gestellt. Neben den Rechner für die Aufnahme. So, hier wird doch bestimmt gleich irgendwo was passieren. Sage ich doch. Mir fällt gerade ein, wir haben es ja jetzt schon Nachmittag. Vielleicht sollten wir uns irgendwo was zu essen kaufen für den Rest der Reise. Klingt nach einem Plan. Wir haben noch weitere 4 Stunden Fahrt vor uns. Ja, wir müssten irgendwas zwischen jetzt und dem Abendessen einnehmen, auf jeden Fall. Ja, ich bin mir auch sicher, dass ein Frachtzug kaum mit solchen Komforteinrichtungen wie Verkaufsautomaten und so ausgestattet ist. Da müssen wir durch das Ticketgate gehen. Es gibt da einen Laden im Hauptteil der Station, in dem es vorverpackte Mittagsessensboxen gibt wahrscheinlich. Charlons Stimme. Oh, dazu wird keine Notwendigkeit bestehen. Was? Diese Stimme ist doch... Charon? Charon?
Was kommst du bitte schön vor uns hier an? Nun, das ist die Kraft meiner Liebe für euch, die mich hat früher hier ankommen lassen als ihr. Die einzige Möglichkeit, die es gegeben hätte, wäre ein direkt Flugzeug oder so, falls Ruhr auch einen Airport hat. Aber Trista hat ja keinen. Das heißt, sie hätte zumindest bis nach Heimdall irgendwie fahren und von Heimdall vielleicht nach Ruhr fliegen müssen, wenn Airliner schneller ist als Zug. Ich habe sogar noch Bento-Boxen vorbereitet, die noch weit über das hinausgehen, was ich heute als Frühstück für euch vorbereitet habe. Hier, bitte. Genießt sie. Vielen Dank. Okay. Wir haben ein besonderes Bento für alle Mitglieder bekommen. Wir sind ja wirklich glücklich und froh, die anzunehmen, aber... Es ist wirklich schwer begreifbar, wie du, ich glaube, er würde eher tun, ne, wie du vor uns hier ankommen konntest. Scheint so, als mag es die Maid der Reinfurt-Familie, ja, ihre Meister oder ihre Herren und Frauchen, sagt man Herrchen, Frauchen, das sagt man dann, glaube ich, ihre Herren und Frauen ein wenig zu überraschen. Ich schätze mal, du bist in der Hauptstadt in ein Airship umgestiegen. Oh. Ja klar, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Ha! Meisterdetektiv Flo ist das schon viel früher aufgefallen oder eingefallen. Ich glaube, man kann ungefähr ja, die Hälfte der Zeit einsparen, wenn man von Heimdall nach Ruhr fliegt, statt mit dem Zug zu fahren. Ja, ganz genau. Und ich habe auch die Küche auf dem Airship ausgenutzt, um extra für euch das Essen zuzubereiten. Sie sind ganz frisch, also ja, genießt den Geschmack. Vielen Dank. Ja, das nehmen wir dankend an. Ich wusste doch, dass du irgendwas im Schilde führst. Du hast doch nicht etwa vor, uns bis in die nördlichen Highlands nachzuverfolgen, oder? Sehr gerne würde ich das, aber leider muss ich mich demnächst um eine andere Arbeit kümmern. Womöglich schaffe ich es auch eine Weile nicht nach Trista zurück. Wegen einer anderen Arbeit? Sharon wird mir bei meiner Arbeit assistieren. Spricht wahrscheinlich Mutter Alisa. Mama! Kasan! Sama, okay. Mama! Okay, sagen wir Mutter? Lang nicht gesehen, Alisa. Und ihr seid alle von Klasse Nummer 7, nicht wahr? Irina Reinfurt. Mir war fast klar, dass wir ihr begegnen hier. Ich bin Alisas Mutter, Irina. Und auch die Chefin der Reinfurt-Gruppe. Freut mich, euch kennenzulernen. Die Freude ist ganz unsererseits. Ich bin Lin Schwarzer. Schön, Sie kennenzulernen. Ich bin Emma Milstein. Gaius Wurzel. Freut mich, euch kennenzulernen. Ich bin Jusis Albarea. Es ist eine Freude. Ich hoffe, dass ihr gut mit meiner kleinen Tochter, mit meiner kleinen nervigen Tochter auskommt. Leider muss ich mich wieder der Arbeit widmen. Komm, Sharon, wir gehen. Wie Sie wünschen, Chefin. Was? Soll das etwa ein Scherz sein?
Ich kann gar nicht. Jedes Mal aufs Neue setzt du die Arbeit vor alles andere. Ich finde es eigentlich toll genug, dass sie überhaupt zum Bahnhof schon gekommen ist, ja, um ihr Hallo zu sagen und so weiter. Und auch eine immer noch freundlichere Begrüßung als das, was der Duke in Albaria mit Uses und so weiter gemacht hat. Wir haben uns so lange nicht gesehen, seit ich von zu Hause abgehauen bin. Und dann ist Hallo, Alice, alles, was du sagst? Meine Lady. Ich hatte schon das Gefühl, dass ihre Beziehung zu ihrer Mutter nicht die allerbeste ist, aber... Scheint so, es gibt da schon eine gewisse, ja, Spaltung zwischen den beiden. Nun, du kannst auch dein eigenes Leben leben, wie es dir beliebt. Ich habe auch nicht vor, die Reinfurt-Gruppe dir aufzuzwängen oder irgendwie sowas. Du könntest doch genau wie ein gewisser anderer Mensch ja, alle Bürden und Verantwortung und so weiter von dir weisen. Und zumindest das Mindestmaß an deinen akademischen Leistungen, was an der Akademie abläuft, darüber informiere ich mich sehr wohl. In den monatlichen Berichten, die ich von der Akademie erhalte. Oh, ist sie einer der Direktoren? Ich wusste ja, dass Shadon Informationen über mich zurückschicken würde, aber... Aber Berichte von Akademie selbst? Oh, habe ich dir das nie gesagt? Mal ganz abgesehen von meinen anderen Aktivitäten, bin ich auch einer der Direktoren der des Academy Board of Directors. Das bedeutet ja, dass... Genau wie dein Bruder, Jusus, also wie Rufus. Ja, so scheint es. Tatsächlich bin ich von der Chefin der Reinfurt-Gruppe als einen durchaus potenziell denkbaren Kandidaten ausgegangen, aber... Nun, schließlich ist die Reinfurt-Gruppe auch sehr intensiv in die Entwicklung eurer Arcus involviert. Ich freue mich jedes Mal sehr auf die Berichte von euren Aktivitäten, also der Klasse 7 mit den Arcus zu lesen. Da freue ich mich auch von diesem Monat wieder auf die Berichte, die ich von euren Feldforschungsausflügen erhalten werde. Also dann, meine Lady. Ich freue mich schon auf eure Rückkehr. Bitte passt ihr anderen auch alle euch auf euch auf. Alisa. Alisa. Alles okay?